Ja, hallihallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, kurz vorm Video wollte ich euch schon den Hinweis geben. Ich bin unterwegs heute zu einer kleinen Probefahrt, denn so groß wird sie heute gar nicht. Ich wollte ja nicht mal mit meinem Fahrzeug, sondern wir wollten mit dem großen Auto, mit dem Benziner fahren. Was war? Zwischendrin, einige Kilometer danach, ging die Reifendruckkontrolle an und klar, wir hatten einen Nagel drin oder eine Schraube, was auch immer. Reifendruckverlust, super, ne? Das heißt, ich komme heute schon etwas später auf meine Probefahrt. Ich hoffe aber wirklich, dass es heute trotzdem ein ganz schönes Video wird. Ich habe nicht mal vollgeladen, ich bin losgefahren, aber kein Problem. Durch das, dass ein Fahrzeug wie meins schon schnellladefähig ist, da bin ich immer ganz froh. Ja. Kann ich vielleicht nur ein paar Minuten zusätzliche Zeit jetzt einplanen oder muss nur ein paar Minuten zusätzliche Zeit einplanen. Ich muss also nicht groß warten, aber es ist doch eine ganz schöne Strecke nochmal von uns aus, wo man dann so ad hoc doch schon mal froh ist, wenn man hier an einer öffentlichen Ladestation hier von der NBW mal kurz ein bisschen Strom nippen kann. So, das mache ich jetzt auch. Die Family ist jetzt auch heute dabei. Die gehen jetzt hier noch um die Ecke beim Einkaufsmarkt noch schnell was kurz holen und dann so in 10, 15 Minuten, also bei euch nach dem Intro, dann sind wir dann hoffentlich in guter Form beim Euronics XXL Spieß in Wiesloch-Rauenberg und da schauen wir uns heute mal den iWays U5 an. Also bleibt bitte dran und drückt mir die Daumen, dass ich gut ankomme. Ja, hallihallo, jetzt sind wir endlich da, jetzt geht auch das Video los. Da hinten seht ihr schon das dunkle Fahrzeug da hinten mit den schönen Felgen. Mit dem möchte ich jetzt heute fahren. Ich bin circa eine halbe Stunde später jetzt dran durch die Reifenpanne mit unserem anderen Fahrzeug, aber es hat geklappt. Und jetzt gucken wir uns mal das Auto an. Ja, ihr seid dabei, aber wie ihr gleich jetzt merkt hier, ich hatte einige technische Probleme, auch im Nachgang jetzt dann. Und ich musste einiges deswegen nachbearbeiten. Ihr seid aber dabei. Wir sitzen hier im Fahrzeug. Ich hatte einen kompetenten Ansprechpartner von der Euronics Spieß XXL Filiale in Wiesloch-Rauenberg, Herr Sapunas. Die Daten blende ich euch natürlich später ein. Und um was ging es während der Probefahrt? Natürlich, um überhaupt mal die Erfahrung zu sammeln, wie das Fahrzeug sich verhält. Denn klar, mit den ersten Daten dachte ich, oh, was kommt da auf mich zu? Ist das eine Rennmaschine, 310 Newtonmeter, 150 kW, also über 200 PS, Fahrleistung von 0 auf 100, 7,8 Sekunden. Aber denkste, das Auto war nicht so sportlich wie im ersten Moment erwartet. Es war wirklich sehr angenehm zu fahren, das muss ich wirklich sagen. Also es ist kein, sagen wir mal so, es ist ein großer SUV, der sehr komfortabel auf der Straße liegt. Ganz toll fand ich vor allem dann auch die Menge an Fahrsicherheitsassistenten, die ich im Fahrzeug hatte und die ich auch tatsächlich live erleben konnte. Denn ich habe nicht nur einen adaptiven Tempomat, sondern hier habt ihr das gemerkt, wie die Kamera schon gewackelt hat. Das Auto hat gebremst. Ihr habt Notbremsassistenten bzw. auch präventiven Kollisionsschutzassistenten im Fahrzeug, Stauassistenten, Spurhalteassistenten und Totwinkelwarner sowie, was auch ganz toll dann war, natürlich die Hilfen für die Einparksituation. Also das heißt, ein Einparkassistent kommt nächstes Jahr, so ab 2021, erste, zweite Jahreshälfte wahrscheinlich per Over-the-Air-Update. Und auch das finde ich gar nicht schlimm. Ihr habt schon mal die Taster alles schon drin in der Konsole. Seht ihr dann vielleicht später nochmal in der Mittelkonsole. Ich habe hier das schon mal sehr genossen mit der Einparkhilfe, mit den vielen Weitwinkelkameras. Also das heißt, ihr habt durch die vielen Kamerasysteme, ihr habt da 12 Ultraschall-Sensoren, ihr habt 5 HD-Kameras außen, die also wirklich sehr gut jeden Bereich um euch herum aufzeichnen. Ihr habt für die Fahrt auch nochmal Millimeterwellenradare vorne dann entsprechend, die das Fahrzeug mit dem Abstand permanent vermessen. Ihr habt 2 Innenkameras, teilweise auch nur mit eingeschränkter Funktion und die also im Prinzip euch wirklich ein sehr, sehr
großes Sicherheitsgefühl geben. Außen auch von der Karosserie sehr sicher gebaut, unten mit Aluminium, Leichtbauweise, oben mit einer Stahlkarosserie. Und auch bei Gefahren, wie zum Beispiel Unfällen, wird die Stromversorgung unterbrochen und auch die Türverriegelung automatisch geöffnet. Ihr seht es ja, da waren die Griffe zum Beispiel aus einem Fahrzeug. Hier seht ihr den Kofferraum. Gut, das sind jetzt ca. 430 Liter Ladevolumen. Ihr habt da unter diesem Kofferraumboden ist noch ein Fach. Also hier könnt ihr diesen Einleger, das könnt ihr rausnehmen theoretisch auch. Ihr füllt da das ganze Zeug gleich wieder unten rein. Und da habt ihr auch noch ein bisschen Staufläche dann entsprechend, indem ihr dann auch nochmal Gepäck oder Utensilien runterbringen könnt. Also für den Einkauf, für den Alltag wirklich absolutes, tolles Familienauto. Hier habt ihr auch noch so ein Rollo. Es ist ein bisschen friemelig, aber das sind ja die meisten Rollos. Dann auch ganz toll, ein elektrischer Heckklappe. Zumindest in der Premium-Ausführung ist das so drin. Teilweise dann auch mit Fußsensor. Ich habe ihn an dem Fahrzeug nicht gefunden, keine Ahnung. Ich hatte da wirklich irgendwie den nicht perfekten Tag, aber ich habe mich noch gewundert, warum geht das nicht. Vielleicht war es ja auch noch nicht drin oder noch nicht freigeschaltet. Ich habe es nicht gemerkt. Aber in der Premium-Variante soll auch ein Fußsensor drin sein. Ja, ansonsten das Fahrzeug nicht nur optisch natürlich sehr modern gemacht, auch die Technik, wie gesagt, auch hier schon die versenkbaren Griffe, die gehen dann während der Fahrt zu oder fahren ein. Das macht dann klack, klack. Ja, was soll ich sagen? Wie gesagt, nicht nur während der Fahrt, auch an sich im Innenraum, wenn wir das jetzt so anschauen hier, innen alles flach gemacht, ein Boden, sehr breite Sitze. Hier natürlich mit der Lederausführung in der Premium-Variante, in der Standard-Variante habt ihr halt Stoffsitze und vielleicht ein paar Dinge weniger auch, wie zum Beispiel Sitzheizung, die aber auch nur vorne verfügbar ist, hinten nicht. Und ansonsten die Seitenwangen und die Sitze wirklich sehr schön gemacht. Ich denke in jeder Ausführung, auch in der Standardausführung. Vorne nicht wundern, das sind keine Knöpfe, das ist kein Handschuhfach, sondern das sind nur Haken. Also da gibt es dann adaptiv noch zusätzliche Möglichkeiten, das zu verändern. Aber so ein richtiges Handschuhfach gibt es nicht. Dafür habt ihr aber überall Ablagefächer. Hier vorne seht ihr, da ist so ein, so ein Fach. Aber in der richtigen Premium-Ausstattung, das war komischerweise nicht in dieser Version, in der Vorverkaufsversion irgendwie hier drin, wird dann auch nochmal die Premium-Variante mit einem Display verfügbar sein. Das heißt, das Display klappt hier runter und ihr habt dann auf diesem Display die Klimatisierung einstellbar. Ich musste das oben über das Sender Media Display machen, aber das war jetzt nicht schlimm. Hier vorne sind Lüfterdüsen, die könnt ihr euch einrichten, wie ihr wollt. Ja, und hier sehen wir nochmal unter dem belederten Mittelteil, sehen wir, also hier mit dem hellen Leder, sehen wir nochmal die Haken. Wie gesagt, die Haken, da könnt ihr eine Handtasche dranhängen oder es gibt auch vielleicht, so wie ich das verstanden habe, noch Ergänzungsmöglichkeiten, so eine Art Tablet-Halter, wo ihr euer Tablet dann reinlegen oder reinstellen könnt. Ansonsten, ja, muss ich sagen, das Interieur war wirklich sehr schön gemacht hier mit beleuchteten Griffen, also so ein bisschen Ambiente-Licht gab es auch im Fahrzeug. Habe ich jetzt natürlich am Tag nicht so filmen können, aber immerhin, ich habe es schon gesehen, also sieht ganz toll aus. Oben ist die, der Mittelteil für die SOS-Funktion. Ja, da habe ich noch ein kleines, wie sagt man, so ein kleines Gadget erzählt bekommen oder mitgeteilt bekommen. Ich weiß nicht, hier sieht man es jetzt gar nicht so gut auf den Aufnahmen, aber in der Nähe des Rückspiegels bzw. dem oberen Teil, da war eine Anschlussbuchse für USB. Und der Herr Sapunas, der hat mir dann erzählt, dass das wohl noch für ja, zukünftige Anwendungen eine mögliche Anschlussstelle ist. Das heißt,
Solltet ihr irgendwann mal einen Wunsch auf eine Dashcam haben oder es gibt ja auch andere Möglichkeiten, die nach vorne gerichtet euch im Verkehr helfen. Ich möchte aber jetzt nicht weiter ins Detail eingehen. Der eine oder andere kann sich da vielleicht denken. Aber bleiben wir mal einfach bei der Dashcam. Habt ihr eine Möglichkeit, hier zusätzlich was anzuschließen? Ansonsten... Das Lenkrad und die Displays sind sehr, sehr übersichtlich. Ihr habt so, wie man es eigentlich kennt, eigentlich die wichtigsten Funktionen griffbereit. Sogar bestimmte Tastenbelegungen kann man hier, also zumindest mal eine Taste, konnte man auch übers Menü einstellen. Also so eine Art Schnellfunktionstaste ist das dann gewesen. Genau, und ansonsten Multimedia und genau, so die bestimmten Dinge, wie man halt braucht. Hier außen habe ich gedacht, ist eine Taste auch noch zu finden, aber das war anscheinend nur eine Blende beidseitig auf beiden Lenkstockhebeln. Also nichts Besonderes. Hier oben haben wir nochmal die Beleuchtung. Sehr schön gemacht, auch mit diesem Touch, diese LED-Leuchten. Das heißt, wenn man da so kurz drauf tippt, dann geht es ein und aus. Fand ich ganz nett. Und genau, die SOS-Funktion, Pannenhilfe, ist auch oben angebracht. Das wird alles über die Allianz Automotive anscheinend auch hier im deutschen Raum oder auch wahrscheinlich im europäischen Raum durchgenommen. Also von der Seite alles, was es braucht. Hier vorne seht ihr nochmal die Kamera. Die wird später allerdings auch für biometrische Erfassung auch da sein. Das heißt, dass ihr dann auch besser schlüssellos das Fahrzeug benutzen und starten könnt. Ja, ansonsten rundum gepflegter Eindruck hat es gemacht. Klar, manche Materialien hätten vielleicht ja, etwas noch edler rüberkommen können, aber ich finde für das Geld, was man da hat, genau hier ist nochmal die Kamera von mir angedeutet worden, aber ja, für das, was man also wirklich ausgibt in diesem Preissegment, finde ich, ihr kriegt wirklich ein sehr, sehr schönes Gesamtpaket. Es ist jetzt vielleicht nicht so effizient wie ein ID.3 oder andere Fahrzeuge, wobei ich da auch nochmal ehrlich gesagt warten müsste, um genauere Werte zu kriegen, was das Thema Verbrauch betrifft. Wenn ihr große SUVs, egal ob Model X oder ein e-tron oder EQC zum Beispiel fahrt, da habt ihr auch einen größeren Verbrauch von, ja, ich sag jetzt mal, mindestens 20 bis 30 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und hier habt ihr wirklich ein großes Fahrzeug. Ich erkläre hier das gerade nochmal mit dem vorderen Display. Hier seht ihr nochmal die Taste für den Parkassistent. Das kommt alles später. Und ansonsten sind zwei Getränkehalter hier drin. Hier in dem Ablagefach ist auch nochmal USB übrigens. Also ihr habt eigentlich alles Wichtige drin. Es ist sauber, Björnlack. Klar, ist nicht jedermanns Sache, aber das wird auch in anderen Klassen verwendet. Ist halt einfach top edel. Es wirkt wirklich nicht billig. Die Schalter, die Ablagen, die Oberflächen wirkt wirklich sehr schön und gepflegt. Und ich denke, das erwartet man eigentlich auch so in so einer Klasse. Ne? Also in so einer großen, ja, komfortbetonten SUV-Limousine. Also das heißt, das ist kein extrem Riesenschiff, aber es ist wirklich kein Kleinstwagen. Ihr habt da wirklich eine Menge Platz und auch Ausstattungselemente. Und auch wenn vieles jetzt im Anfang noch nicht da ist, es wird sicherlich noch ein bisschen dauern, bis das eine oder andere tatsächlich dann auch endlich kommt. Ich muss sagen, das Technikpaket, was ihr hier in die Hände bekommt von diesem chinesischen Hersteller, ist wirklich absolut gut. Und genau, für alle, die jetzt überlegen, sich so ein Fahrzeug auch mal selbst anzuschauen, da habe ich natürlich noch am Ende vom Video oder jetzt später dann noch ein paar Tipps dann entsprechend. Und ich sage jetzt gerade noch mal was aus dem Fahrzeug raus und dann schauen wir uns das nochmal an, wie ihr das machen könnt mit der Reservierung oder auch Bestellung. Und genau, habt da noch einen kleinen Tipp zum Ende des Videos, was die Vorbestellung jetzt vom iWays U5 betrifft. Ja, und das ist halt eigentlich auch der Knackpunkt. Das Auto hat eine Reichweite, wir sind heute
Ja, es sind jetzt noch 286 Kilometer drauf und ich bin jetzt nicht sparsam gefahren. Wir sind hauptsächlich auf der Autobahn unterwegs gewesen, weil die ist hier um die Ecke. Ich steige jetzt mal aus noch. Ja, es ist hier eng mit der Parksituation, glaube ich. Und genau, ich mache jetzt hier mal wieder zu. Wird auch die Türverriegelung wahrscheinlich gleich wieder zugehen. Die Parksituation ist hier zwar ein bisschen eng, aber was ganz toll ist, ihr habt hier auch schon genau die Wallboxen, die die Kollegen von Euronics XXL Spieß hier euch anbieten können. Hier kriegt ihr die Heidelberg Wallboxen. Heidelberg ist ja hier in der Nähe von Wiesloch-Raunberg, also um die Ecke, und ist sicherlich eine ganz tolle Ladelösung. Wird ja vielleicht jetzt auch, glaube ich, gefördert. Muss ich mal selber schauen. Und genau, und hier zur Wallbox kriegt ihr also diesen tollen ja, chinesischen SUV, der in der Preislage ist eigentlich, wenn man jetzt mal schaut, was kostet der ID.3 zum Beispiel. Dieses Fahrzeug fängt also jetzt mit der Förderung bei unter 30.000 Euro an. 28.000, 29.000 Euro. Ihr habt vielleicht jetzt noch ein paar Dinge jetzt nicht, wie hier zum Beispiel in der Premium mit dem, ja, mit dem Glasschiebedach. Sitzheizung leider ist auch nur in der Premium-Variante drin enthalten. Ich würde dann auch 3.000 Euro lieber mehr zahlen, und wenn ihr dann auch wirklich ein bisschen über 30.000 Euro seid, Leute, dieses Auto, 310 Newtonmeter, also das merkt ihr, er ist kein Rennwagen, aber er ist wirklich sehr schnittig, er ist sehr, wie soll ich sagen, sehr, ja, gut, komfortabel, entsprechend vom Fahrwerk her. Es ist ruhig, also man hört fast gar nichts, so ein leichtes Surren, wo wir von der Autobahn runtergefahren sind, habe ich gehört, so ein leichtes Surren entsprechend. Aber ich muss wirklich sagen, also wirklich nicht penetrant laut und auch nicht zu leise. Man hört einfach ein bisschen was, und es ist wirklich hinten wie vorne, also alle, die mitgefahren sind hinten, haben mir bestätigt, dass es also wirklich angenehm zu fahren. Und klar, wir konnten jetzt heute, das Auto war vollgeladen fast, und konnten mir jetzt auch nicht die Ladeleistung testen, aber für so eine kurze Probefahrt, die nach meiner Reifenpanne dann doch noch Gott sei Dank stattgefunden hat, muss ich wirklich sagen, hat wunderbar geklappt. Das Auto ist jetzt ja, 50, 60 Kilometer gefahren und wir haben immer noch fast 300 Kilometer Reichweite bei rund 3 Grad Außentemperatur. Eine Wärmepumpe, glaube ich, habe ich jetzt so verstanden, ist nicht im Fahrzeug drin. Aber wenn man sich die technischen Details, ich verlinke das gerne nochmal auf der Webseite, da schauen wir einfach jetzt mal nochmal zusammen drüber über die Features und scrollen nochmal hier durch. Und dann gehen wir nochmal auf die einzelnen Punkte. Wie gesagt, also bei der Preislage wirklich so ein großes Auto zu finden, ein Familienvan. Ist es jetzt nicht, aber es ist ein Familien-SUV auf jeden Fall, und das kann sich doch, glaube ich, sehen lassen, oder? So, also, was müsst ihr tun? Auf die Webseite zu kommen ist ganz einfach. Gebt einfach in eurer Google-Suche oder in eurer Suchmaschine einfach iways und U5 ein, und schon kommt ihr auf die Seite. Ich habe ja das Wichtigste jetzt eigentlich alles erklärt. Ihr könnt hier nochmal drüber schauen, über das, was ich euch erzählt habe, wie die Eckdaten sind. Wie gesagt, also ihr kriegt einen richtig schönen, großen, komfortablen SUV, also eigentlich Tiguan-Größenordnung, und genau, elektrisch halt. Und das, finde ich, ist doch schon mal sehr interessant. Ihr müsst natürlich nicht jetzt, wie hier zu sehen, gleich bestellen. Ihr könnt euch das Fahrzeug zwar in einfachen Schritten, weil es hat ja auch einen sehr einfachen Aufbau, könnt euch hier über den Konfigurator ab 35.100 Euro geht es mit zwei Farbvarianten und einer Innenausstattung los und einer sehr guten Standardausstattung, und ab 3.000 Euro mehr, ab 38.100 Euro, wie gesagt, beides mit den 3.000 Euro netto vom Hersteller schon abgezogen, bekommt ihr das Fahrzeug ja, mit einem sehr, sehr Premium ausgestatteten Umfang. Ihr könnt es auch gerne nochmal vergleichen, was euch wichtig ist hier in der Ausstattung, aber wirklich in beiden Fällen, ihr kriegt wirklich sehr, sehr viel geboten für das Geld. Und wenn euch aber das Ganze noch zu heiß ist, ihr wollt auch wie ich einmal eine Probefahrt machen, dann könnt ihr natürlich statt auf Bestellen auch einfach hier
jetzt Probefahren gehen oder geht auf Händlersuche oder auf Probefahrt und dann könnt ihr dann auch zentral das Fahrzeug bekommen. Auslieferung voraussichtlich ab sofort März 2021, wenn ihr zurzeit noch bestellt. Hierzu sage ich noch gleich was. Ich habe nämlich einen Tipp bekommen von meinem Ansprechpartner. Ich weiß nicht, wie es dann bei euch ist. Wenn ihr in meiner Region im Rhein-Neckar-Bereich zum Beispiel irgendwo oder Neckar-Odenwald-Kreis, südlichen Teil von Hessen seid und ihr seid ja nicht weit weg vom Euronix XXL Spieß in Wiesloch-Raunberg, ich habe hier nochmal die Mitarbeiterseite. Herr Sapunas ist der Marktleiter und Ansprechpartner. Hier habt ihr nochmal Telefonnummer. Ihr könnt auch über die Website ihm eine E-Mail natürlich schreiben. Richtet ihm bitte einen ganz lieben Gruß aus. Er hat mir auf jeden Fall verraten, und das wollte ich jetzt am Ende vom Video einfach nochmal auch euch mitteilen, dass wenn ihr euch tatsächlich noch dieses Jahr für so ein Fahrzeug entscheidet, dass ihr einen ganz, ganz wichtigen Vorteil habt, auch gegenüber anderen Markenwettbewerbern in diesem Segment. Denn zum einen wird euch eine Erleichterung gegeben für die Zulassung. Das heißt, auch Aways, beziehungsweise, ja, also nicht Euronix, aber Aways kümmert sich um auf jeden Fall die Zulassung vom Fahrzeug auch entsprechend. Das heißt, gerade in den jetzigen Zeiten, in denen Autozulassung ja sehr, sehr schwierig ist, habt ihr auch hier einen kompetenten Partner, der sich um alles kümmert. Und was auch noch ganz wichtig ist, ist vielleicht ein ganz, ganz guter Tipp für alle, die ja eigentlich jetzt noch gern noch so ein Auto hätten. Trotz verlängerter Lieferzeiten hat Aways zusammen mit Euronix also die spezielle Kondition von 3%, also Ausgleich der Mehrwertsteuererhöhung für alle Besteller, die noch bis Ende dieses Jahres eine Bestellung abgeben, festgelegt. Also nutzt es einfach. Ich hoffe, dass auch hier das ja einfach dazu führt, ein bisschen Bewegung in den Markt zu bringen. Denn klar, es gibt auch europäische oder deutsche Hersteller, die bringen jetzt ganz tolle Autos. Ich will das gar nicht bestreiten, aber es ist vielleicht doch auch immer ein bisschen wichtig, nicht nur von oben, zum Beispiel von Tesla, sondern auch von unten, von der Preisregion irgendwo ein bisschen Druck auf die europäischen, aber vor allen Dingen auch auf die deutschen Hersteller auch ein bisschen zu machen, damit doch ein bisschen Bewegung jetzt endlich mal in den Markt kommt. Ja, ansonsten, ich sag mal Dankeschön, dass ihr wieder dabei wart. Tut mir leid, dass irgendwie diesen Samstag, als ich das aufgenommen habe, alles irgendwie so ein bisschen, ja, schwierig wurde, nicht so richtig geklappt hat. Irgendwie hat es mit dem kleinen Problem am Anfang des Tages doch irgendwie seinen Lauf genommen. Ich weiß auch nicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tja, die Rede habe ich runtergemacht und wie ihr seht, das war die kleine Ursache mit großer Wirkung. Tja, heute ist das Video alles ein bisschen, ja, schwierig gewesen. Ich konnte auch nicht richtig filmen heute. Ja, ich hätte gern euch ein anderes Video heute präsentiert, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem ein paar Infos mitgenommen zum Aways U5. Wenn ich hier mal wieder was Neues machen kann, dann ich bleibe gern immer dran am Ball und bringe euch dann auch zum gegebenen Zeitpunkt auch mal wieder was Neues. Ja, schade, dass das heute alles so ein bisschen durcheinander war, aber wie gesagt, kleine Ursache, große Wirkung. Naja, schönen Abend euch noch. Ciao.